was jetzt um irgendwelche schwierige Programmierstrukturen geht. Im Schulbuch steht es noch drinnen, die Newton-Näherung. Ich mache es nicht mehr im Unterricht, weil ich habe es einmal gemacht und dann war es im Endeffekt so, dass die Schüler nur mehr das Rezept gemacht haben. Und die Idee dahinter, diese wunderschöne Idee der Tangentenannäherung einer beliebigen Funktion und dann diese Iterationsschritte, ist verloren gegangen. Es ist nur darum gegangen, ja, das macht man jetzt viermal, setzt man die Zahlenwerte ein und dann kommt da was raus. Und dann habe ich noch anwachen müssen, wieso macht man denn das überhaupt, wenn sich der Taschenrechner besser kann. Aber um ein bisschen zu zeigen, was die Tabellenkalkulation so besonders macht, möchte ich euch dieses Prinzip vermitteln. Da weiß der Schüler, nachdem weiß der Schüler auch nichts, wie das jetzt eben mit Ableitungen und so weiter geht. Aber das Prinzip ist wichtig, was er verfolgt. Und ich würde euch bitten, eine neue Datei zu öffnen mit der Tabellenansicht gleich daneben. Also auf die freue ich mich richtig, auf die Datei. Das ist so ein Klassiker, den gibt es schon lange. Seitdem die Tabellenkalkulation dabei ist, und die zeigt sehr, sehr deutlich das Zusammenspiel dieser einzelnen Fenster. Erstens, wir brauchen eine Funktion, wo die Nullstelle berechnen möchte. Das machen wir meistens mit irgendwelchen dritten Wurzeln aus. Also, wenn es nichts dagegen habt, nehme ich x hoch 3 weniger 2. Dann haben wir die dritte Wurzel aus 2 zu bestimmen, wenn es um die Nullstelle da geht. Und möchte jetzt da das Prinzip der Newton-Iteration anwenden. Natürlich kann ich jetzt sofort sagen, Blackbox schneidet das und ich kriege die Nullstelle raus, aber ich möchte jetzt das wirklich machen. Was war in Newton seine Idee? Die Idee war, fangen mit einem Startwert an. Mit einem Punkt, das können wir uns streiten, wollen wir mit einem Punkt anfangen oder mit einem X-Wert. Schlagt was vor? Soll der Startwert X-Wert sein oder soll es ein Punkt sein? Das kann man durchstellen. X-Wert, okay. Dann fangen wir da unten mit einem X-Wert an. Jetzt kann ich das eingeben, X gleich 2 oder so, aber ich mache das abhängig von diesem Punkt, den ich da unten jetzt hinsetze. Ich sage einmal, ungefähr an der Stelle 2 möchte ich anfangen. Und jetzt verwende ich die Tabellenkalkulation, um diese Iterationen durchzuführen. Das erste, was ich mache, ist, ich möchte jetzt diesen Punkt als Zahlenwert da herinnen haben. Also relativ drauf bezogen. Und zwar schreibe ich einfach eine A in die erste Zelle. Was passiert dadurch? Ihr seht, da ist auf einmal nur ein Punkt gezeichnet worden, A1. Seht ihr denn? Weil jetzt in der Tabelle ein Punkt erzeugt worden ist, wirklich ein Punkt, keine Zahl, sondern wirklich ein Punkt. Und somit ist das neue Objekt A1 wieder gezeichnet worden. Das steht da nirgends. Wieder ein Lerneffekt, der kleiner. Im Algebra-Fenster gibt es auch eine Styling-Bar. Und es gibt nicht nur freie und abhängige Objekte, sondern mit dieser Styling-Bar kann ich mir im Algebra-Fenster Hilfsobjekte einblenden lassen. Ich habe einfach groß A eingeschrieben. Das ist schon dort gewesen. Das heißt, viele Objekte, die in der Tabelle konstruiert werden, werden als Hilfsobjekte dargestellt, haben aber eigentlich nur die Chance, die Eigenschaft, dass sie da dann unter Hilfsobjekte stehen. Sonst sind es eigentlich genauso abhängige Objekte wie alle anderen. Ich kann auch jedes Objekt zum Hilfsobjekt degradieren, indem ich mit einem Rechtsklick sage, Hilfsobjekt. Jetzt, was hat Newton gesagt? Gehe von diesem Startwert rauf auf den Funktionswert, so bestimmt zu diesem x-Wert 2, den y-Wert, macht dort die Tangente und so weiter und so fort. Das ist jetzt ein neues Objekt. In der Tabelle A, in der Zelle A1 steht das Objekt Punkt 2,0. Jetzt hätte ich gern, damit wir das Schritt für Schritt machen, den x-Wert daraus herausgelesen. Also schreibe ich da her, ist gleich den x-Wert von diesem Punkt. Also das ist eigentlich mein Startwert an der Stelle 2. Was brauche ich zu diesem Startwert? Ich brauche den Funktionswert dazu. Okay? Also schreibe ich daneben hin, ist gleich der Funktionswert an dieser Stelle. An der Stelle jetzt B1. Ich klicke wieder drauf. Das ein bisschen einblenden, dann sieht man es besser.
und jetzt nicht das reproduzieren, was die Schüler dann machen, in die Formeln setzen, sondern was wird wirklich geschehen. An der Stelle 2 ist der Funktionswert 6, das heißt, dort sollte die Tangente gebildet werden. Jetzt mache ich mal diesen Punkt, den zeichne ich dann extra da oben ein. Okay? Ja, wie kann ich den einzeichnen? Ich nehme wieder die Tabellenkalkulation. Ich werde euch sagen, wieso das so klasse ist. Die Tabellenkalkulation in der Zelle D1 soll jetzt ein Punkt erzeugt werden, der hat die x-Koordinaten aus B1 und die y-Koordinaten aus C1. Das ist gleich B1-C1. Und jetzt wird es vielleicht nur ein klarer, wieso das ein neues Objekt ist. Weil jetzt wird das Objekt D1 erzeugt und das ist ein Punkt, der da oben eingezeichnet wird. Okay? Und das Styling war, da ist unter F und X die Eingabezeile. Dieses F und X musst du noch anklicken. Was gibst du bei D ein? Das da. Ja, B1-C1. Weil der X-Wert steht da drinnen, der Y-Wert steht da drinnen, also habe ich da einen neuen Punkt gemacht. Ich weiß, das ist schwierig, weil man Excel gewohnt ist. Sowas kann man in Excel nicht machen. Ja, das gibt es nicht in Excel. Das gibt es nicht, ja. Und das ist eben der große Unterschied, dass ich jetzt Objekte habe. Um das eigentlich noch ein bisschen besser zu verdeutlichen. Jedes Objekt kann ich da reinhauen. Jetzt machen wir in der Spalte eh folgendes. Die Tangente an die Funktion im Punkt D1. Das brauche ich jetzt nicht mit kx plus ds hinschreiben, sondern ich möchte, was möchte erreichen, die Tangente. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, dass ich die Tangente Punkt auf Kurve, Punkt Funktion haben wir. Wie lautet der Punkt? Der steht jetzt D1 da drinnen und die Funktion lautet F. Und jetzt wird mir in der Tabellenkalkulation, sobald ich Enter drücke, die Tangente erstellt und gleichzeitig gezeichnet. Und das ist nur mal ein Stück mehr, als was Excel kann. Weil ich jetzt wirklich die Funktionsgleichung da erinnern habe und es wird auch eingezeichnet, das ist ein Hilfsobjekt und die Gleichung wird benannt mit E1. Weil es in der Spalte, in der Zelle E1 drinnen steht. Hast du da schon mal Probleme mit dieser Exponentialschreibweise dann gehabt? Mit E5 plötzlich und dann hat er 100.000 hingeschrieben statt E5? Nein, habe ich noch nie, aber ich glaube, ich kenne das Problem vom Forum. Ich habe es selber noch nie gehabt. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt beim Newton war, diese Tangente mit der X-Achse zu schneiden, oder? So habe ich das aber eingeben. Das geniale Konstrukt von Newton war ja, bilde die Tangente, schneide das mit der X-Achse und dann hast du einen neuen Startwert. Und genau das mache ich jetzt da im nächsten Schritt. Und zwar genauso wie ich es gesagt habe. Schneide die Tangente mit der X-Achse. Schaut mal, was ich jetzt eingibt. Ist gleich. Schneide, diesen Befehl gibt es. Sehr klar, man muss Objekte schneiden können. Die Tangente lautet E1. Beistrich. Mit was soll das schneiden? Nein, einfach nur schneide. Schneide, dann nimmst du die Tangente, die lautet I1, weil die steht da drinnen. Und die X-Achse, wisst ihr, wie die eingibt? X-Achse. Zwar so geschrieben mit X und groß. Dann müsstest du es wahrscheinlich über Y gleich 0 jetzt genauso. Nee, ich ja, aber ich möchte jetzt eigentlich da drinnen gleich stehen haben, deswegen mache ich einen Befehl einfach draus. Wieso ich das in der Tabellenkalkulation mache, ist ja, wir wollen eine Iteration dann haben. Wir wollen dieses Prinzip, das wir jetzt gerade angefangen haben, immer wieder haben. Weil, was ist jetzt passiert? Wir haben einen neuen Punkt. Ausgehend, zuerst haben wir A1 gehabt, jetzt ist F1. Ich mache jetzt folgendes, schaut's her. Und jetzt glaube ich, die Iteration, das ist jetzt ja mein neuer Punkt. Also ich schreibe die gleiche Befehlskette jetzt da nochmal ein, weil da geht ja der nächste Schritt wieder los. Also noch einmal, schneide. Kannst du auch machen, ja, aber dann hast du wieder, ist eigentlich wurscht. Ich schneide nur mal das Objekt E1 und lösche dann das andere nochmal mit der X-Achse.
Jetzt wird nämlich A1 und A2 Zeichen, dann lösche ich das F da wieder raus. Dann habe ich wirklich, aha, das war der erste Punkt, der erste Idee. Und jetzt habe ich den zweiten Punkt. Und diese Vorschleifen und If-Schleifen und Wenn-Dann oder sonst irgendwas, diese Schleifenprogrammierung, die man da macht, oder diese Iteration, ist jetzt nichts anderes mehr als das markieren und nachdem ich alles relativ gemacht habe, klack, nach unten ziehen. Und ich habe auf einen Dusch einen nächsten Iterationsschritt, der mir noch genauer die Nullstelle liefert. Und wenn ich das nicht nur einmal überziehe, sondern vielleicht nur dreimal überziehe, dann kriege ich auf einmal, ohne dass ich jemals über Iterationen eigentlich reden muss, über diese Programmierstruktur, das Newton-Näherungsverfahren, das man immer wieder aus dem Startwert, den ich da extrahiert habe, den Punkt baut, nach oben geht, die Tangente baut und wieder sauberst die Tangente schneidet und dann wieder weiter fortgeht. Und nicht vergessen, A ist mein Punkt, den ich auf der X-Achse definiert habe. Jetzt kann ich diesen Punkt A verziehen und ist das nicht schön, wenn man dann sieht, wie sich das Newton-Iterationsverfahren schnell oder langsam ernährt, beziehungsweise jetzt diskutiere ich mit Schülern eine ganz wichtige Frage, gibt es Punkte, wo das Newton-Iterationsverfahren gar nicht geht? Und meine Meinung ist ganz einfach, dass ich jetzt das komplette Rechnen weggelassen habe, weil das bringt meines Erachtens gar nichts, dass ich dann ausrechnen, aha, ich habe jetzt auf die siebte Nachkommastelle die Nullstelle, sondern jetzt habe ich ein mathematisches Konstrukt erzeugt, das genial von der Idee ist, und ich kann jetzt mir wirklich um Sachen kümmern, die das Newton-Näherungsverfahren wirklich zu dem machen, wo es ist. Wie viele Schritte brauche ich? Sind fünf schon ausreichend? Wie wichtig ist gute Startwahl, ja? Startwertewahl. Dann dürftest irgendwo keinen relativen Bezug reingeben haben. Ich mache noch ein paar Verschönerungsarbeiten, also ich hätte gern, dass die Tangenten, und das ist jetzt auch wieder klasse, ich kann die Tangenten einfach da markieren, weil das sind alle Tangenten, und kann diesen Tangenten einfach eine eigene Farbe zuweisen und kann sagen, okay, ich hätte gern, dass die Tangenten nur grün sind. Ich mache da geschwind ein paar Verschönerungsarbeiten. Da könnte man jetzt auch, jetzt gerade finden, da können wir die X-Herbe, also mit dem Punkt verbinden. Genau, das kannst du genauso einbauen. Kann ich das auch mit Arm im einzigen Befehl nachfüllen? Ja. Strecke zwischen dem Punkt und dem Punkt. Schau her, sag das geschwind. Kannst du da noch hinten hinschreiben, zeichne die Strecke ein zwischen dem Punkt, der in Zelle A1 steht und der in D1 steht. Und dann wird die Strecke eingezeichnet. Und dann ziehe ich es einfach ab, so ist es relativ ja gemacht. Und dann habe ich im Endeffekt die einzelnen Strecken auch noch einzeichnet. Machen wir das auch noch dazu. Die Strecke mache ich noch schön punktiert. Erinnerungsaufgaben. Ja, da muss man halt dann mit Listen arbeiten ohne Tabellenkalkulation. Das heißt, dass man im Endeffekt mit dem Befehl Folge arbeitet. Ja. Aber für mich ist das eben das klassische Beispiel, wozu ist Tabellenkalkulation in GeoGebra gut, um Interaktivität zu erzeugen, dass sich das alles sauber mit ändert. Und das ist das klassische Beispiel, wo man so Iterationen super durchführen kann. Ein weiteres Beispiel, das ich in dem Bereich, das mache ich nicht jetzt mit euch, weil es aufwendig ist, aber was ich da unglaublich gern selber gebaut habe, war das Prinzip des Räuber-Beute-Modells.
ist so schön zum Visualisieren. Man hat da schlussendlich dann 6 Eingangsgrößen und dann wird eine Tabellenkalkulation durchgeführt mit hunderten Punkten, die interaktiv sich immer mitändern, und in den Grafikfenstern wird dann dieser periodische Verlauf super schön dargestellt. Also das ist eins der besten Beispiele, wo man wirklich sieht, Spinnweb und so weiter, das ist alles schon realisiert, ja. Also kann man alles super machen. Also das ist wirklich ganz, ganz toll.